Was geht ab, meine Freunde, und willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Super Mystery Dungeon. Und, ach ja, stimmt, wir sollten leise sein, weil Blunders nebenan pennt. Und willkommen zu einem weiteren Part von Pokémon Mystery Dungeon. Super Mystery Dungeon. Wir sind hier auf dem Weg zur Mutprobe. Deswegen springen wir jetzt aus dem Fenster hier, oder aus welchem? Okay, er klettert aus dem Fenster hier raus. Butsch. Hat absolut niemand gehört. Ich glaube, ich konnte mich unbemerkt rausschleichen. Zero. Justin. Oh, eigentlich macht das ja nichts aus, nachts herumzulaufen. Ich finde es sogar aufregend. Nur mit Gespenstern habe ich so. Das gebe ich gern zu. Du gehst vor, oder? Ja, du gehst vor, ne? Ich bin dir dicht auf den Fersen, du weißt. Oh mein Gott. Ach, und geh bitte ganz langsam, ja? Ganz langsam. Okay. Chill deine Base. Und da sind wir. Ah, da bist du ja endlich. Du hast dir ganz schön Zeit gelassen. Sag mal, Zero, ist das der Justin, der sich hinter dir versteckt, oder ein Haufen Waschlappen? Feige wie und je. Ah! Bibber, bibber, bibber. Naja, egal. Damit wären wir vollzählig. Also fangen wir an. Jetzt sind wir alle auf unseren Plätzen, aber was nun? Was sollen wir jetzt machen? Ja, das frage ich mich auch gerade, ey. Das ist ja wohl klar, oder? Wir warten darauf, dass die Gespenster auftauchen. What the fuck? Was, Gespenster? Wobei ich eigentlich nicht glaube, dass die sich einfach so zeigen werden. Ich glaube, wir müssen sie irgendwie herbeirufen. Aber das geht doch nicht. Hurra, Gespensterchen, wo seid ihr? Wenn ihr euch wirklich, wenn es euch wirklich gibt, kommt raus und zeigt euch! Bitte hör auf! Hey, kommt doch! Kommt schon raus, ihr blöden Gespenster! Oh Mann, habt ihr doch... Oh mein Gott, ich hab mich gerade ehrlich erschreckt. Was ist denn jetzt los? Ein klarer Fall von Delegator. Er ist in Ohnmacht gefallen. Echt jetzt? Oh mein Gott, es ist doch gar nichts passiert. Die Angst davor, dass etwas passieren könnte, war schon etwas zu viel für ihn. Trotzdem, so schnell aus den Latschen zu kippen? Wie feige kann man denn sein? Egal! Ich schätze, das war's. Verschwinden wir, oder? Oh, shit. Schnudelm, hast du etwas gesagt? Nee, Digga, ich bin kein Feuer-Pokémon. Warum soll ich etwas brennen lassen? Was ist das? Da ist irgendwas, irgendwas! Da ist noch irgendjemand hier in der Schule. Oh mein Gott. Gut, dass Justin davon nichts mitbekommt, weil sonst wäre er jetzt spätestens umgekippt wieder. Wer ist das? Seht ihr das? Diese blauen Flammen da. Oh shit, was ist das? Ich kann euch nicht mehr zulegen. Oh mein Gott. Was sind das für Angsthasen, ey? Du machst sie aber auch leicht, ey. Was soll ich denn? Was soll ich denn jetzt machen? Fuck. So bleibt mir nichts anderes mehr übrig als. Wart ihr das? Habt ihr mich gerufen? Ihr traut euch ja was. Dabei habt ihr nicht die geringste Chance gegen mich. Oh shit! Was ist das denn jetzt? Ist das... Ihr wollt es wohl nicht anders. Ich würde euch das fürchten lernen. Erzählt vor Angst wie nie zuvor. War das... ein Giratina? War das... ein Giratina? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ihr hättet mein Gesicht sehen sollen. Ich so gerade so mit offenem Mund hier... Sind wir in der Schule? Haben wir das Bewusstsein verloren? Hey, seht doch! Papa und Schnudelm sind weg! Und sie auch! Was ist denn passiert? Ich bin irgendwie total orientierungslos gerade. Weil du als erster ohnmächtig geworden bist, Justin. Direkt danach waren wir dann plötzlich von fahlblauen Flammen umgeben. Was? Dann war da dieser riesige, furchterregende Schatten, der sich auf einmal über uns legte.
Hey, nicht gleich wieder ohnmächtig werden, ne? Schilder doch nur, was passiert ist. Reiß dich zusammen, bitte. Kipp nicht wieder um. Habt ihr irgendeine Ahnung, wo die anderen aus... abgeblieben sind? Wo sind Papa und Shooter im Siao? Ich weiß, wo sie sind. Siao! Was ist passiert? Wo warst du? Ich bin Papa und Shooter gefolgt. Die beiden wurden entführt. Was? Einfach so ganz so. Ja, die beiden wurden entführt. Aber alles klar. Ich habe alles gesehen. Als dieser riesige Schatten aufgetaucht ist und alle Fonks umkippt sind. Da habe ich ausgeharrt und mich nicht erschrecken lassen. Allerdings hatte ich natürlich keine Ahnung, was als nächstes passieren würde. Also habe ich erstmal so getan, als wäre ich auch ohnmächtig geworden. Hast du das nur so getan? Du bist ja unglaublich. Hast du denn gar keine Angst vor Gespenstern oder sowas? Kein bisschen, ich bin Psycho-Pokémon, Alter. Schön und gut, aber jetzt erzähl doch mal weiter. Was denn passiert? Ich habe erstmal abgewartet. Bis irgendwann. Dieser Schatten verschwunden ist. Und als er weg war, sind auf einmal die farblauen Flammen wieder aktiv geworden. Es sah aus, als hätten sie Pampamschnute wie ein von Zaubern weggezerrt. Wisst ihr noch, was die Augenzeugen gesagt haben, als Herr Porante verschwunden ist? Ja, die meinten doch, die seien zuletzt bei der Weggabelung gesehen sein worden, irgendwie. Und dass da auch die fahlblauen Flammen zu sehen gewesen seien? Genau. Ich dachte mir also, dass da genau dasselbe passiert wie bei Herrn Porenta. Ich und Pampa und Shooter haben dann einfach gefolgt. Und wo sind sie jetzt hin? Kommt, ich zeige es euch. Alter, richtig gerissen, der Junge, ey. Der hat richtig was auf dem Kasten. Hätte ich dir nicht so getraut, Ciao. Obwohl, Ciao, der merkt man schon, der ist schon der Coolste aus der Gruppe. Oh, was, das geht doch hier rein? Das ist es. Die Tür ist offen. Die Tür zum muttrigen Mausoleum. Aber wie kann das sein? Opa und die anderen Erwachsenen haben doch gesagt, dass niemand da rein darf. Aber Pampam und Schnutthelm sind jetzt da drinne? Ja, die wurden dorthin hineingezerrt. Das war das Letzte, was ich von ihnen gesehen oder zuletzt gesehen habe. Jetzt habe ich Angst, da will ich nicht rein. Mal im Ernst, was machen wir denn jetzt? Ich komme mit sowas nicht klar. Das ist so gruselig, da kippe ich gleich wieder. Nein, Justin, hör auf. Aber es hilft ja nichts, wir müssen da rein. Ich muss all meinen Mut zusammennehmen. Justin? Aber die Erwachsenen haben uns doch verboten, da reinzugehen. Ja, die haben euch auch verboten, nachts in der Schule zu sein, ne? Doch wohl Pam vom Schulhelm zu retten, oder? Das wollen wir wohl tun, ey. Klar, die beiden sind ganz schön fies und gemein zu uns, aber sie sind immer noch unsere Klassenkameraden. Da hast du natürlich wieder recht. Wir müssen all unseren Mut zusammennehmen. Und los geht's, ich komme auch mit. Justin lasse ich auf keinen Fall alleine losziehen. Ich auch nicht. Ich komme natürlich auch mit. Das ist wirklich klasse von euch, danke. Bis Cora. Wenn du zu große Angst hast, dann warte einfach hier. Nein, ich komme auch mit mir. Außerdem hätte ich bestimmt viel mehr Angst, wenn ich alleine hier warten müsste. Ja, macht wahrscheinlich Sinn. Also gut, dann gehen wir alle zusammen. Lasst uns ein paar Mal im Schultime retten gehen. Go, go, Rescue Rangers! Ja, das ist jetzt unsere Titelmelodie. Sollen wir uns einen aussuchen, oder wie ist das? Ja, dürfen wir uns einen aussuchen. Ich glaube, wir nehmen ganz klar Ciao mit. Ja. Ja. Wir nehmen Ciao mit. Warum auch nicht? Los geht's. Wir sind drinne. Oh, das war nicht ganz so geil. Ich bin gespannt. Alter, ist ja wirklich ein Dungeon hier drin. Das hätte ich nicht gedacht, dass es ein Dungeon ist. Xiao ist richtig stark, ey. Das ist nice. Haben wenigstens ein gutes Pokémon im Team und ich bin gespannt. Story gefällt mir. Denk mal ja, dass es Geist-Pokémon Schabernack ist und kein Giratina. Wo Giratina auch ein Geist-Pokémon ist, vielleicht steckt er doch dahinter. Auf jeden Fall gespannt. Zweite Chance, das ist ein nicer Sipal. Nimm auf jeden Fall mit.
Und die ganze Ebene ist hier ziemlich cool, ganz hell erleuchtet mit den ganzen Kristallen auch an der Seite und den ganzen Blättern. Gefällt mir sehr der Dungeon bisher. Ziehstrahl kommt. Ist ja auch rasiert hier, aber hardcore, merke ich gerade, ey. Oh, ist eine starke Attacke. Standhaftigkeit. Gib mir her das Ding. Immer gleich alles reinstecken in das gute Ding. Bam, brauchen wir. Noch einen Apfel noch. Warum nicht? Umsonst nehmen wir alles mit. Die Musik ist auch echt nice, gefällt mir. Ich habe gestern mal wieder alte Pokémon-Musik gehört, beziehungsweise habe auch einen neuen Remixer gefunden für meine Openings und habe da echt geile Tracks gefunden. Da könnt ihr euch auf jeden Fall freuen drauf, auf die nächsten paar Openings, die kommen. Die haben bestimmt geile, frische Musik bald, Leute. Und bam! Und die Musik gefällt mir auch. Die ist echt... Die hat was, so, wisst ihr? Die ist so richtig epic. Ja, kann ich mich mit anfreunden. Ihr könnt ja mal schreiben in die Kommentare, hat dieses PMD noch richtig geile Tracks? Die meisten haben bestimmt schon durchgespielt, haben schon einige durchgespielt, das habe ich in den Kommentaren schon gelesen. Aber es gibt immer mal Leute, die natürlich, ja, wie soll man das sagen, das Spiel vielleicht schon durch haben, dass sie das Let's Play nochmal zum Spaß angucken und sowas, aber nicht spoilern wollen oder sonstiges. Bisher wurde ich auch noch nicht großartig gespoilert in den Kommentaren, da bin ich sehr froh drüber. Dass das noch nicht passiert ist, dass ich da noch so durch konnte, eigentlich durch das Let's Play. Was haben wir hier? Da haben wir wieder... Oh, Viscora, du greifst es an. Sicher, dass du es tun willst. Das ist ja echt die schleimigen Schneckeneier dafür. Bam, das Ding ist down. Viscora! Willst du nicht herkommen? Hey, hör auf, hier meinen Seesockets anzufadenschießen. Fadenschießen, was ist das für ein Deutsch, Junge? Was das? Ja, wir haben die ganze Armee aber hinter uns, ne? Wir sind 1000 Leute, ey. Das ist krass. Bam! So, was ist hier? Ein Smogmog. Ne, Smogon, was laber ich da? Ein Smogon! Das da aber wahrscheinlich schon gleich drauf geht. Nein, nein, kein Gift. Verdammt, wir sind vergiftet. Haben wir noch nie gehabt, ne? Wir wurden noch nie vergiftet, sehe ich gerade. Die Animation habe ich noch nie gesehen. Kriegen wir einen Schaden? Ja, wir kriegen Schaden. Und wir heilen nicht hoch wie in alten PMDs. Genauso. Kann ich mir leben? Oh, ist hier auch so OP hier einfach den ganzen Dungeon, ey. Bam, burn. Burn, baby, burn. Wir müssen eigentlich so schnell wie möglich eine Pilzbeere finden. Können wir mal gucken, ob wir eine Farbe hier irgendwo. Ich glaube aber nicht. Nö. Wir können lieber mal Ciao so ein Elixier geben hier. Damit sein Zielstrahl wieder voll ist. Ist nämlich ziemlich nützlich. Verwenden. Wow! No! No! Alter, wie fail war das denn? Wie fail war das denn? Wollt ihr mich verarschen? Wie fail war das denn? Ey, weh, ich hab jetzt irgendwas verloren, dann raste ich aus. Nee, kann ich ja nicht. War ein Flieorb. Ah, trotzdem, Leute. Was war das denn? Das war ja wohl mega... Oh Gott! Oh Gott, ich fühle mich so mad sad einfach. Aber egal, so kann ich wieder ein paar Items ablegen. Oh Gott, war das schlecht, ey. Das war einfach richtig schlecht. Ein Apfel langt eigentlich. Ja. Komm, ablegen. Gehen wir nochmal rein. Diesmal ohne Fliehop. Ich wollte ihn eigentlich anknüpfen an meinen Sipal, beziehungsweise an meinen Riegel. Aber hat irgendwie nicht funktioniert. Nice! Good job, Zero. So, Psiao again. Let's go. Noch was trinken hier vor dem Part. Schönen Schluck Wasser. Aber Wasser ist immer nice, Leute. Sollte man sich geben. Ich finde generell Mini-Belebersam. Oh, Golbit. Ich muss dich finden und töten jetzt. Obwohl, wenn ich ihn töte, dann... Ein Taniel! Oh mein Gott! Wer gestern meinen Part gesehen hat zu Pokémon Alpha Saphir Egglock Edition, weiß auf jeden Fall, dass ich Taniel seitdem lebe. Nee. Ihr könnt auf jeden Fall gespannt machen, ob das gerade Finale von Pokémon Alpha Saphir ist. Wird ultra sick werden, Leute. Das Projekt, der Projekt auf meinem Kanal neigt sich zum Ende hinzu. Und ein Fuß geht! Er ist Typ Geist. Damn it, er ist natürlich Typ Gestein, er ist Typ Gestein Geist.
Brenne! Oh, fuck. Macht auch nichts. Ich habe keine Ahnung, was ich gegen Goldblit machen kann. Den Sandarbeiter da, den Baumeister da, Baumeister. Und ich sollte auch das Ding anvisieren. Andernfalls kommt da kein Damage rüber, but. Jetzt denke ich, dass meine ganzen Sibale sind jetzt alle weg, die ich eingesammelt hatte. Sehr sad. Bist du mal tot! Mein Gott! Junge. Soll ich mich hier aufhalten? Nein, ich laufe erstmal weiter, warum nicht? Wir haben nämlich schon eine Amarena-Bäre. Zack. So, wir müssen jetzt hier hin, Leute. Danke. Ich weiß nicht, wie viele Ebenen dieser Dungeon hat. Ich denke aber mal nicht ganz so viele. Und durch den Flip haben wir auf jeden Fall ein paar EP auch mal wieder gut gemacht. Gramoklis, was war das? Tatsächlich das gute Gramoklis. Das geile Sword-Pokémon. Ich will später unbedingt davon eins haben, Leute. Gramoklis ist so ein nices Pokémon einfach. Ah, ich fieber schon wieder der Zukunft entgegen, Leute. Einigler, hör mal von deinem Einigler, mein Freund. Genau, ganz lieber mal sterben gehen. Super! Alter, hast du mich gerade hier angestaunt oder was? Du wirst jetzt hier geburnt, mein Freund. Und das war's. Okay, okay, okay. Sinebeere und was ist das? Geld! Geld regiert die Welt. Ha. Das muss man haben, Leute. Ohne Geld bist du nichts. Und Lehmschelle. Nein, ich will keine Schelle. Genau, Feuer oder brenne! Brenne! Oh, Paralyse! Oh mein Gott, das war Hex. Hex, Hex. Hex, Hex. Bam. Das war nice. Das war ein Level. Just Level 15. Nice City. So muss das passieren, Leute. Nicht anders. Ich weiß gar nicht, wie lang der Part ist. Ich denke mal, er ist schon ein bisschen länger. Aber egal. Das kann mal passieren. Da ist nichts Schlechtes bei, meiner Ansicht nach. Wir brennen dich auch mal down. Toxibat. Oh, der wird von allen einfach vergewaltigt. Das ist so hart. Kombi-Expert. Hört sich gut an. Wenn wir mal einstecken. Und schauen, was uns das bringt. Ich denke mal, hier wird am Ende bestimmt auch ein Gegner sein, der irgendwas auf den Kasten hat. Deswegen mal schauen. Wir haben uns getrennt, sehe ich gerade. Irgendwie ist das Team auseinander. Viscora ist das, ne? Oh, scheiße. Ich hoffe, Viscora geht's gut. Ich kann ihm aber noch nichts geben, ne? Nö, ist ein Passant. Ich wusste es! Achso, es ist woanders jetzt. Oh, jetzt muss ich das Ding suchen, ey. So ein geistlicher Fail einfach, ey, Viscora. Das Ding einfach abgehauen ist! Wie kann man so doof sein? Wisst ihr, das Ding ist einfach so... ich bin weg. Toll, super gemacht. Super Leistung von dir, du Schnecke. Also, ehrlich, hätte ich mir nicht besser vorstellen können. Hier. Ja, du bist wieder alright. Und das hier, was mit dem hier? Ja, komm. Da lebst du wieder jetzt. Freust dich jetzt wieder des Todes. Und wenn du stirbst noch einmal, dann rast dich aus. Krieg ich Rasterlocken, ey. So, da haben wir die Treppe. So, U5. Wie lange wird das hier noch gehen? Da unten sind noch zwei Items. Und das ist ein Pupanze. Was aber nicht lange hält. Nö, ist wahrscheinlich jetzt sterben. Also wir haben hier mit Justin ehrlich ein Gold-Pokémon, was uns richtig hier hilft, ey. Justin kann eigentlich gegen jedes Pokémon fast sehr effektive Attacken einsetzen. Wollt's hier aber auch. Das ist eigentlich relativ easy. Außer ein Viscora rennt einfach weg und man ist ja ganz auf sich allein gestellt. Beziehungsweise es ist auf sich ganz allein gestellt. Bam. Warum sterben die Viecher nicht ganz so schnell? Wir sind immer noch unter Level, wie es aussieht, ey. Wir machen immer noch nicht genug Damage, um die Viecher zu tooten oder sonstiges. Oh, Parahexe, ey. Das war böse. Böse. Und wieder nix. Nothing. Nothing. Und Treppe. Ein Sipal. Attackensalve. Hört sich gut an. Das ist, glaube ich, ein guter, der mehrere Attacken voneinander abschießt. So wie sich das anhört, wenigstens vom Namen her. Und was haben wir hier? Wir haben hier wieder nichts. Hm. Gut, Leute, ich würde sagen, wir machen aber hier jetzt auch erstmal einen kleinen Cut, würde ich sagen. Und verabschieden uns hier für die heutige Folge von Pokémon Super Mystery Dungeon, Leute.
Und wie gesagt, welcher Part gefallen hat, dann drückt den Daumen nach oben. Seid gespannt, ob es wirklich zu Giratina hier gehen würde. Würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Und Leute, haut rein. Bis zum nächsten Part. Macht's gut. Euer Zero. Over. And out. Ciao, Leute.